Test. Ba, 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 ba. Herzlich willkommen, Annika Teller. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Oh Gott, ich bin auch aufgeregter als sonst, muss ich ehrlich sagen, gell? Heute mit Roman, Hallo. meinem Verlobten. Jo, sie hat es gesagt. Ich war bei der Kosmetikerin, da habe ich es mich nicht getraut zu sagen, gell? Echt? Ja. Aber wenn jemand sagt so, nee, nee, mein Verlobter, dann ist das so dieses, okay. Okay. So, ja, genau so. Willst du jetzt damit angeben Ja, oder genau. was? Und das wollte ich nicht, deswegen warst du halt mein Freund. Wir haben, weil ihr auf Instagram habe ich gesagt, stellt mir gerne Fragen oder stellt uns sehr gerne Fragen zur Verlobung, wie wir uns alles Mögliche weitere irgendwo vorstellen. Und da sind einige Fragen zusammengekommen. Ein paar habe ich auf Instagram schon beantwortet. Aber ich glaube, dass gerade so die Frage, wie hat er den Antrag gemacht oder wer hat überhaupt den Antrag gemacht, Also. dass man das persönlich ein bisschen besser rüberbringen kann, als dass es jetzt schreiben würde. Und deswegen werden wir heute ein paar Fragen durchgehen und wünschen euch viel Spaß dabei. Ja. Jetzt am Wochenende. Ja, Hammer. Guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche. Das ist echt mindblowing gewesen. Du hast auch ein bisschen was bekommen, gell? ich habe 230 neue Follower dazu bekommen. Juhu! Super cool. Nein, also auch Klasse. nochmal, um das hier zu sagen, gell, das wird jetzt nicht irgendwo. Wir werden euch sehr gerne, wenn euch das gefällt, ne, schreibt uns das sehr gerne unten in die Kommentare rein. Dann werden wir euch auch mit über unsere Planung und was wir uns so vorstellen und in die Hochzeit selber und Vorbereitungen werden wir euch gerne mitnehmen. Aber es wird jetzt nicht ausschließlich nur darum gehen. Roman ist jetzt auch nicht irgendwie darauf beharrt, dass er jetzt der neue Instagram-Husband wird oder sowas. Also Roman macht sein eigenes Ding, ich mache hier mein Ding. Und das wird auch noch so bleiben. Also ich glaube, so Fragen mit, wo habt ihr euch kennengelernt und sowas, das brauchen wir jetzt nicht beantworten, weil da haben wir ja schon mal ein Video gedreht. Das kann ich euch sehr gerne unten nochmal verlinken, da könnt ihr vorbeischauen. Deswegen solche Fragen, genau, könnt ihr gerne da dann nachgucken. Kinderwunsch war auch eine super oft gestellte Frage. Wann wollen wir Kinder? Können wir uns Kinder vorstellen? Wie sieht unsere Zukunft in dem Sinne aus? Ich glaube, dass unsere Zukunft ziemlich klar. Der Rot ist ein bisschen eng am Hals gerade. Kann nicht mehr richtig schlucken. Schatz, es ist zu spät. Du hast den Antrag gemacht. Das hättest du Nein. dir vorher überlegen müssen. Nein, Annika und ich haben uns ja auch vor dem Antrag über unsere Zukunft unterhalten. Und ich denke, klar ist, dass wir zwei Kinder haben wollen. Dann auch relativ. Ich würde gerne adoptieren noch, aber das steht noch. Da müssen wir noch quatschen. Genau. Also gar nicht, um Gottes Willen, gar nicht, dass Roman das nicht will, aber Roman ist halt sehr strukturiert in sowas und sagt halt, hey, erstmal eigene Kinder und schauen, wie wir als Eltern funktionieren, ob wir das hinbekommen, ob wir das dann auch geltlich hinbekommen, weil ein Kind bedeutet nicht nur Arbeit, sondern das ist natürlich auch, dass man dem Verantwortung. finanziell was bieten möchte. Ja, Verantwortung. Und wenn wir das aber alles schaffen und ich glaube, ich könnte uns jetzt mal als gute Eltern, glaube ich, einschätzen. Und ich glaube, dass wir uns auf jeden Fall vorstellen können, dann ein drittes vielleicht zu adoptieren. Aber wann? Ja, wahrscheinlich erst so in ein, Ja, 2 Jahren, oder? genau. Also wir haben ja gesagt, Hochzeit gerne noch ohne Schwangerschaft, damit wir Ja, alle damit ich noch Alkohol richtig trinken können und feiern feiern können, genau. Hier ist eine Frage, wie ich den Ring ausgesucht habe für Annika. Deria, Annikas beste Freundin, war 2 Wochen vor dem oder 4 Wochen vor dem Antrag da. Ich habe sie natürlich eingeweiht, wie meine Pläne in den nächsten Wochen aussehen werden. Und ja, habe dann ein sehr emotionales Gespräch mit ihr gehabt.
Also Deria hat da richtig mitgefiebert. Über Deria habe ich halt relativ genau gewusst, was Annika bevorzugt. Ringgröße, Aussehen des Rings wusste ich dann halt relativ genau. Und dann bin ich hier in Köln zu einem Goldschmied gefahren und konnte dann relativ genau den Ring so zusammenstellen, wie ich glaube, wie er Annika gefallen würde. Weil natürlich Frau Teller so Special-Wünsche hatte, dass du den Ring extra also er musste ihn... Also den gibt es halt so nicht zu kaufen. Entwerfen, weil das so nicht so wirklich vorhanden ist sonst. Ich kann euch hier gerne mal ein Bild einblenden, wie der Ring jetzt aussieht. Also ein ovaler Stein mit einer goldenen Fassung und einem goldenen, roségoldenen Ring. Die Goldschmiedin hat mir empfohlen, den Ring eine Nummer größer zu holen, weil es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn man beim Antrag quasi den Ring nicht über den Finger bekommt. Und dementsprechend habe ich ihren Rat gefolgt und es hat alles gut geklappt. Den Ring konnte man dann quasi eine Woche später, nach dem Antrag, konnte man ihn anpassen. Aber ich fand die Idee auch so, wie er es gemacht hat, also weil wir hatten danach natürlich auch gesprochen und Roman meinte auch, wenn er jetzt Deria nicht gehabt hätte und Deria nicht rausgefunden hätte, was ich mir dann so wünschen würde, dann wärst du da gestanden, ne? Hättest du gar nicht gewusst. Hätte einen falschen Ring auf jeden Fall geholt, weil ich hatte einen, ich habe mir das gemerkt, dass du... hattest einen im Blick? Was hast du im Blick? Ja, diesen Cartier-Ring. Ach so. Stimmt. Aber da hatten wir eigentlich drüber gesprochen nochmal, oder? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls ist ja alles gut gegangen. Auf jeden Fall. Deria, wenn du das siehst, vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen. Was passiert mit meinem Nachnamen? Yes! Yes, yes, yes. Ganz klar, Annika Barbara Prokop. Um nochmal meinen zweiten Namen hier kurz mal rauszuhauen. Ja, ich werde tatsächlich Romans Namen annehmen. Weil es für dich einfach auch überhaupt gar keine andere keine Art und Diskussion, Weise gibt. Also ich finde auch so traditionell einfach, dass man das so rum macht, auch wenn mir das tatsächlich schwerfällt. Also hätte ich nicht gedacht, so im Kindergarten habe ich meinen, oder auch in der Grundschule habe ich meinen Namen gehasst, aber mittlerweile, der gehört halt zu mir. Ich werde aber hier online auf Instagram und überall werde ich den behalten, also das wird trotzdem mein Name bleiben, aber mein richtiger Name wird halt dann deiner sein. Ja, genau. Wenn wir schon dabei sind, wie ist es denn abgelaufen? Wir können ja so den Anfang, können wir ja von dir aus erzählen. Okay. Und sobald es dazu kam, vielleicht von mir aus. Ja, also wir alle wissen, ich spiele Fußball und wir haben in der Sommervorbereitung haben wir schon einen groben Plan bekommen, wann wir frei haben. Und unser Trainer hat gesagt, das letzte Wochenende im Oktober wird frei sein. Da wird auch nichts reinkommen, also wenn ihr nochmal irgendwo hinfahren wollt, dann nutzt dieses Wochenende. Und dann mir war ja klar, dass ich jetzt in diesem Jahr Annika auf jeden Fall den Antrag machen werde. Zu meinem Geburtstag waren wir kurz in München, erst in Österreich und dann auf dem Rückweg über München zurück nach Köln gefahren. Und da habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, den Papa zu fragen, ob ich sein Okay bekomme, dass ich seine Tochter zur Frau nehmen möchte. Darf. Und er hat das relativ... Er hat jetzt nicht so reagiert, wie du dir das eigentlich vorgestellt hattest. Also ich habe ihn dann gefragt, du Nils, ich wollte sowieso nochmal mit dir sprechen. Und er so, oh Gott, was ist denn los? Ich so, ja, eigentlich nichts Schlimmes, was Positives. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich würde gern deine Tochter zur Frau nehmen. Und er so, ja, dann mach doch. Und ich so, ich wollte da nochmal die Ehre erweisen und dich dann deswegen nochmal fragen. Ist ja gar kein Problem, mach doch. So. Und ich so, cool, ich habe das Ja bekommen. Reicht. So. Und er so, nein, du weißt doch, dass wir uns gut verstehen und es wäre schön, wenn wir dich in unserer Familie begrüßen können. Und war es alles gut gelaufen. Nur die Reaktion war halt eine andere, wie ich es mir so ausgemalt habe. Und dann ging es halt an die Planung. Eigentlich, also ich wusste, dass Annika als Kind viel mit dem Camper unterwegs war und mir auch immer etwas vorgeschwärmt hat davon. Dementsprechend war für mich relativ schnell klar, dass dieses Wochenende mit dem Camper in Verbindung stehen wird. Dann sind wir nach Cuxhaven gefahren. Cuxhaven liegt an der Nordsee, wie ihr alle wisst. Annika hat mit ihren Großeltern, die in Oldenburg wohnen, auch öfters an der Nordsee Urlaub gemacht. Wir sind Freitag angekommen, sind dann an den Dünen da lang marschiert, gewandert und der Sonnenuntergang war einfach wunderschön.
Ja, jetzt von mir aus. Mhm. Ich habe tatsächlich an Romans Reaktion eigentlich gar nichts gemerkt. Also Roman war für mich die Ruhe selbst. Oh Gott. So, also das hast du wirklich, also in dem Moment nicht, aber davor schon. Die Nacht davor war die schlimmste Nacht, die ich, glaube ich, in diesem Jahr erlebt habe. Ron hat das erste Mal nicht durchgeschlafen, aber du hast es voll gut, du hast immer Argumente gehabt, die ich dir sofort abgekauft habe. Also er hat dann zum Beispiel nicht gut geschlafen und dann meinte er halt nur, ja, er hatte keinen Platz, weil der Camper ist ja auch irgendwo ein bisschen kleiner. Und das war für mich sofort logisch. Also ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ich hatte trotzdem allgemein, hatte ich eine leichte Vorahnung. Ich weiß, dass du es nicht hören magst. Ja, weißt du ja schon. Also ich hatte eine Vorahnung, aber ich war mir natürlich überhaupt nicht sicher und wusste auch nicht, wann, wo, wie. Ja, und dann hatte er nur gesagt, ja, ich habe einen Tisch reserviert in einem Restaurant und er würde gerne am Strand dahin laufen. Mein Vorwand war, Annika hat ja eine Woche später Geburtstag gehabt, am 1., dass das ihr vorträgliches Geburtstagsgeschenk ist. Genau, dass er deswegen den Tisch reserviert hat und so, genau. Dass ich das so ein bisschen argumentieren kann, dass er nicht zu, dass alles nicht zu auffällig ist. Dachte ich für mich, weil gut. Ja, also und dann sind wir halt gegen 18 Uhr sind wir dann losgelaufen, weil er den Sonnenuntergang noch irgendwo mitnehmen wollte. Und dann habe ich schon so ein bisschen gemerkt, ne? Also angefangen hat es irgendwo, dass wir losgelaufen sind und ich auf die eine Seite erstmal bei dir einhaken wollte und Roman sich ganz geschickt irgendwie rumgedreht hat, um mich auf die andere Seite einzuhaken. Weil im Nachhinein halt alles, was er mitgenommen hat, hatte er halt in dieser einen Jackentasche dann drinnen, dass ich da nicht irgendwie meine Hand reinstecke oder sowas. Hast du aber geschickt gemacht. Also das habe ich in dem Moment noch nicht so richtig gemerkt. Ne? Okay. Und dann sind wir losgelaufen, ja, sind halt am Strand entlang und ich glaube, da ist bei Roman dann schon irgendwo scheiße gewesen. Weil, also er wusste halt, dass ich einen Antrag gerne eigentlich für mich hätte. Also da kann gerne Familie drum sein, aber halt so fremde Leute, weiß nicht, also so jetzt in einem Restaurant zum Beispiel hätte ich mir nicht vorstellen können, also Gottes Willen, wenn es so gewesen wäre, dann wäre es so gewesen, aber ich glaube, da hätte ich mich nicht so fallen lassen können, wie man das halt, also weil dann hast du lauter Leute, die dich halt anstarren oder sowas und dann, hey, so, das wäre halt, und für dich wäre es noch schlimmer gewesen. So. Ich bin ganz froh über die Einstellung, die du hast. Und das wusste er von einem Podcast von mir, also ich habe das in Knallhart halt schon mal irgendwo erzählt gehabt, weil wir allgemein über Anträge mit Coco, glaube ich, gesprochen hatten. Und das hat er sich gemerkt und dann war es aber, wir sind da an die Dünen runtergegangen. Und es war halt bumsvoll mit Leuten, weil Cuxhaven, da wo wir waren, das ist halt der Hotspot für den schönsten Sonnenuntergang. Und dann war halt bei Roman so, ach du Scheiße, so der ganze, also der ganze Strand war eigentlich voll gefühlt, ne? Ich mich immer nach links und rechts umgedreht und geguckt, wo kann man denn hingehen, wo wir ein bisschen für uns sind. Und dann sind wir gelaufen und Roman hat immer den hier gemacht, ne? Und dann auch hintergeguckt und so, dass ich mir noch dachte so, okay, ich weiß, dass ein Kumpel von ihm so eine Stunde weit weg wohnt. Treffen wir den irgendwie? Hat er irgendwas geplant noch? Oder weiß er nicht, wie wir zum Restaurant kommen? So, weil er guckt sich sonst nicht so um. Ne? Er interessiert sich sonst nicht so für andere Menschen, würde ich sagen. Und dann meintest du irgendwann, ja, sollen wir mal zum Strand runtergehen? Weil im Nachhinein, er hatte halt dort, da waren so, also es war Ebbe gerade und da waren aber so Steine, die ins Meer reinliefen. Und dann hatte er sich diesen einen Steg in Anführungsstrichen rausgesucht. Und genau als wir aber dann runtergehen wollten, ist gerade ein Papa mit seinem Sohn zum Drachensteigen dahin. Ja. Und dann war Roman, oh nee, gehen wir doch noch nicht hier runter, machen wir später. Ja. Ich so, okay, machen wir später, gar kein Problem. So, gut, dann halt nicht. Dann sind wir noch weitergelaufen und irgendwann, also der Sonnenuntergang war eigentlich schon weg. Fast, ja. Und das hat mich halt auch unter Druck gesetzt, weil ich wollte, dass sie den Ring sehen kann. Soll der nicht zappenduster sein? Roman, Panik!
Und dann sind wir weitergelaufen und irgendwann ist es ruhiger geworden. Im Nachhinein wissen wir jetzt warum, weil wir total in so ein Naturschutzgebiet reingelaufen sind und in eine Sackgasse. Also genau, da konnte man überhaupt nicht weitergehen. Richtig. Rechts von uns war so ein so Leitersträucher und alles. Und dann hatte er sich gedacht, okay, dann gehen wir halt da runter. Weil das war so eingekastelt. Und auch hier im Nachhinein wissen wir warum. Weil als wir wieder rausgegangen sind, stand da halt schön groß da FKK-Strand. Also da sind normalerweise ist halt die FKK-Zone. Und, aber ja, es lag keiner da. Da lag keiner mehr da. Obwohl ich jetzt so im Nachhinein auch sagen muss, ich meine, wir hatten dieses ganze Dings für uns eigentlich. Ja. Ne? Es hat auch niemand von diesem Restaurant eben angucken können oder so. Das war unser Ding. Ja, und dann sind wir vorgegangen, weil man da auch so durch den kleinen... Eingang, genau, konnte man zum Strand auch gehen und dann hatte er sich da vorne hingestellt und meinte dann, ja, er hat noch ein Prosecco mitgenommen zum Anstoßen und hat die Flasche rausgeholt und hat noch 3 Teelichter mitgebracht. Und dann habe ich halt, ich habe mir halt so meinen Gedanken gemacht, okay, Mist, also wenn ich jetzt die Kerzen hier anmachen will, also habe ich mir zu Hause schon überlegt, dann brauche ich ja, damit das Feuerzeug nicht immer ausgeht, brauche ich ja irgendwie eine starke Flamme und habe so einen kleinen Bunsenbrenner mitgenommen, der auch gut funktionierte, nur ich habe halt nicht daran gedacht, dass die Kerzen an sich ja auch ausgehen können, auch wenn sie mal gebrannt haben. Er nimmt aber einen Bunsenbrenner mit. Kleinen Bunsenbrenner, ich habe mir Gedanken gemacht. Und er war aber so in seinem Film, also, weil natürlich hat der Bunsenbrenner funktioniert, aber er war so gesteuert, weil die Kerzen natürlich nicht gebrannt haben, weil es war Oktober, Ende Oktober, die Sonne ist schon untergegangen, es war unfassbar windig, weil wir waren halt einfach mitten am Meer, ne? Dass es da windig ist und die Kerzen immer wieder ausgepustet werden. Das war dir in dem Moment und das war so süß eigentlich, weil Roman war so fokussiert darauf, dass er die jetzt anzünden möchte und er hat doch den Bunsenbrenner mitgenommen und warum geht das denn jetzt nicht, dass er das überhaupt nicht verstanden hat, dass dieser Wind einfach das Problem ist. Ich habe da angefangen, so kleine Kuhlen zu graben, wo ich die Kerze im Sand Burgen gebaut, gefühlt, für den Windschutz. Das war großartig. Ja, ich hatte jetzt nicht so, in meinem Kopf war ich da nicht mehr so flexibel, sagen wir es mal so. Ich war dann schon relativ total festgefahren, ja, und echt schon aufgeregt. Also, jedenfalls hat Annika dann irgendwann gesagt, lass uns noch ein Stück nach hinten gehen, so zu diesem Sichtschutz. Ich dachte mir, noch länger kann ich mir das nicht angucken, du hättest das noch länger versucht. Windgeschützt, ja, dann, naja, jedenfalls haben wir, keine Ahnung, ich hatte 3 Kerzen dabei, eine hat dann irgendwie gebrannt von den 3, also es hat mir dann gereicht irgendwann. Und habe dann versucht, ich hatte so einen kleinen Prosecco mit und so kleine Pappbecher und habe versucht, diesen Prosecco aufzumachen, habe aber diese kleine Schlaufe für diese Alufolie nicht gefunden. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, das hat auch schon für mich eine Ewigkeit gedauert, bis ich da diesen kleinen Piccolo offen hatte. Und habe dann halt Annika einen halben Pappbecher voll gemacht und mir. Und vor lauter Aufregung hat Roman überhaupt nicht angestoßen und hat in einem Ex halt einfach den kompletten Prosecco runtergeschüttet. Ja, so aufgeregt, weil er dachte sich so, okay, ich brauche Mut. Und ich stand da so, okay. Ja, also im Nachgang war dann nicht optimal alles, so, ne? Mit meinem Papa hier, der einen brennenden Kerze. Im FKK-Bereich schon zappenduster. Es war stockfinster mittlerweile. Ja, ja, jedenfalls habe ich dann angefangen, also eigentlich habe ich mir in meinem Kopf überlegt zu sagen, ich habe in den letzten Wochen überlegt, welche Worte beschreiben können, was ich für dich empfinde, aber nichts beschreibt das wirklich, was ich fühle, so irgendwie sowas sinngemäß. Aber diesen Satz, das war Kauderwelsch, was ich gesagt habe. Es kam nicht an. Und habt mir dann irgendwas zusammengestottert. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, was und wie und welche Reihenfolge und wie lange das alles gedauert hat. Ich kann mich noch an eine Situation dann irgendwann erinnern. Da bin ich auf die Knie gegangen und wollte diese Ringbox aus der Innentasche meines Mantels rausholen. Und diese Box ist ja immer so quadratisch. Und die hat sich halt in dieser Tasche verfangen. So dass ich da auch gefühlt 10 Sekunden auf den Knien war und probiert habe, diese Box rauszuholen. Kam mir das unfassbar lang vor. Bis ich dann irgendwann den Satz quasi so rausbekommen habe, willst du meine Frau werden? Und ja, dann bei mir natürlich schon irgendwie Pipi in den Augen. Und dann war ich aber tatsächlich, dass ich war so überfordert irgendwo von dieser ganzen Situation, weil ich ja davor
ich wusste ja dann schon, als er angefangen hat zu reden, wusste ich ja auf jeden Fall, was auf mich zukommt. Und ich wollte aber natürlich irgendwo so nett sein und dir diese Rede lassen, obwohl halt nichts rauskam irgendwo. Also Roman sagt das immer ganz gut, er weiß ab jetzt, was es heißt, um Worte zu ringen, weil das hat er wirklich. Also es war, nee, es war kein Satz. Also und es war so lang Pause immer dazwischen. Und dann habe ich versucht, dich irgendwo anzugucken, währenddessen mit meinem Prosecco noch in der Hand. Und war natürlich drauf vorbereitet. Also man muss sagen, Roman hat auch im Nachhinein, sagt er, dass er diesen Antrag so schnell wie möglich eigentlich nur hinter sich kriegen wollte. Ja. Und ich hätte gerne diesen Antrag so richtig zelebriert. Ne? Und das war einfach so dieses... dieses Dismatch. Mismatch, meine ich. Ja, dann habe ich ihn eigentlich sofort hochgeholt. Auch hier, liebe Frauen, wenn euer Mann einmal vor euch auf die Knie geht, genießt diesen Moment, solange ihr könnt. Holt ihn nicht sofort rauf, ja? Geht vielleicht mit runter. Aber so, dass ich dieses Bild richtig schön einprägen kann bei euch. Und dann habe ich ihn hochgeholt, wir haben uns ganz lange umarmt und irgendwann hast du mich dann angeschaut. So nach 20 Sekunden habe ich dann so gesagt, ja, ist ja jetzt alles schön und gut, aber ich brauche noch ein Jahr, weil das hat es immer noch nicht gesagt gehabt. Und ich sage so, ja, doch, doch. Ja, genau. Ja, und dann sind wir noch weitergegangen, weil er diese Restaurantreservierung hatte. Im stockfinsteren... Also es Naturschutzgebiet war, quasi. Wir sind da durchgestapft und mussten mit dem Handy Licht machen, weil du hast einfach gar nichts gesehen. Da ist keine Lampe, da ist nichts einfach. War eigentlich auch ganz schön. Es war schon ganz schön, aber ich muss ja auch echt sagen, wir sind eine Stunde gelaufen. Eine Stunde. Das war ein bisschen, Stunde. War ein bisschen länger als gedacht. Ich hatte danach eine Blase am Fuß, habe ich das erzählt? Nee. Ey, wir sind da angekommen im Restaurant, fix und fertig. Naja, fix und fertig ich nicht. Ich schon. Ich musste es öfter mal anrufen und sagen, wir verspäten uns dann doch noch mal um eine Viertelstunde. Und dieses Restaurant, die waren ja total süß. Die waren ja mindestens genauso aufgeregt wie ich. Also hatte dann über... Die wussten halt das, was passiert bei Roman. Genau. Ich hatte Blumen schon an das Restaurant liefern lassen und habe ihnen auch gesagt, dass es schön wäre, dass es ein schöner Tisch ist, denn ich habe da was vor und so. Und die haben das super schön umgesetzt, ne? Total. Den Tisch sehr schön geschmückt und die Blumen standen am Tisch dran und also ein riesengroßer Strauß Rosen. Für mich war es dann auch so, dass ich das dann endlich genießen konnte, weil ich halt quasi mein Jahr bekommen habe und dann konnte ich den Abend richtig schön genießen und Essen war gut. Einen tollen Platz hatten wir. Eigentlich hätten man aufs Meer gucken können, es war aber zu dunkel, dass sich das alles schon gespiegelt hat, aber ja. Aber wir saßen nebeneinander, das fand ich auch irgendwo total sehr schön. Sehr schön, ja. Und dann haben wir einfach diesen Abend nochmal ausklingen lassen können, haben schon mal irgendwo quatschen können, wie stellen wir uns was vor, also und jetzt sind wir einfach gespannt, was auf uns zukommt. Wir würden sehr gerne natürlich nächstes Jahr das schon umsetzen, würden gerne mit einem Wedding Planner oder einer Wedding Plannerin zusammenarbeiten, weil Roman sagt das immer sehr schön. Er möchte Gast auf seiner eigenen Hochzeit sein und wenn es da jemanden gibt, der die Organisation übernimmt, dann kann man ein bisschen besser abschalten. Genau. Ja, wir sind glücklich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht hat es ein paar Anstöße schon mal gegeben. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare, dann werde ich die noch beantworten. Ansonsten, wenn ihr, wie gesagt, unsere Journey erleben wollt, auch gerne unten in die Kommentare, was ihr sehen wollt unbedingt. Folgt mir auf Instagram, um nichts zu verpassen. So machen wir das, oder? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut.